Tierfreundinnen und Tierfreunde. Zunächst wie gewohnt die Vermittlungsnachricht. Beide vor einer Woche vorgestellten Fundkatzen hatten Glück. Der schwarze Balkonbesitzer streift jetzt wieder durch sein altes Revier, denn seine Familie hat ihn in der Zeitung erkannt und gleich aus der Gefangenschaft befreit. Für die schöne Schildblattkatze hat sich zwar kein Besitzer gemeldet, aber sie hat schon Interessenten gefunden, die ihr ein neues Zuhause geben wollen. Heute geht es um zwei Chinchilla-Böckchen, die in unserer Serie Tiere suchen Menschen im November 2015 schon einmal vorgestellt wurden. Die possierlichen Tierchen leben nun schon so viele Monate im Tierheim und es wäre für sie viel besser, endlich konstante Bezugspersonen zu haben. Chinchillas würden in unseren Wäldern nicht überleben, aber genau dort haben sie ihre ehemaligen Besitzer einfach ausgesetzt. Die natürliche Heimat von Chinchillas ist unter anderem Chile in Südamerika. Dort leben die Hasenmäuse in großen Gruppen und sind äußerst gesellige Tiere. Weil sie so flauschig und niedlich sind, werden sie hierzulande in Zoohandlungen gekauft und mit nach Hause genommen. Dort aber werden sie oft nicht artgerecht gehalten und müssen auf viel zu engem Raum leben. Chinchillas sind nachtaktive Tiere und deshalb für Kinder nicht geeignet. Leider wird es oft nicht bedacht. Das Interesse geht dann schnell verloren, weil die Tiere tagsüber unsichtbar und schläfrig sind. Dann ist es doch ganz leicht, die hilflosen Wesen einfach im Wald zu entsorgen, wie damals geschehen. Unsere beiden Leidensgenossen wurden in Ortruf bei der Schärershütte gefunden. Jetzt ist das graue Böckchen ungefähr 2,5 Jahre und sein weißer Freund etwa 4,5 Jahre alt. Sie sind nicht kastriert und können nicht ohne weiteres in eine andere Gruppe gegeben werden. Schön wäre es, wenn sich ein Chinchilla-Liebhaber fände, der den beiden Ausgesetzten ein artgerechtes Zuhause bieten kann. Das Graue ist überhaupt nicht scheu und ängstlich. Es posiert neugierig vor der Kamera, obwohl die Tiere in ihrer Ruhepause gestört wurden. Sein weißer, etwas älterer Freund ist zurückhaltender. Die Mitarbeiter der Archinoa beraten gern Interessenten, wie und wo sich die Chinchillas richtig wohlfühlen. Eigentlich haben sie im Tierheim ein sehr schönes Zwischenzuhause, aber der Platz wird immer wieder für gestrandete Tiere gebraucht. Deshalb sollen die zwei nun endlich neue, verlässliche Menschenfreunde finden.